Hallo liebe Formel 1 Freunde, ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder etwas gewinnen, nämlich Mercedes Formel 1 Schuhe von der Marke Puma, Größe 41, und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist Abonnent zu sein von unserem Kanal und in den Analysevideos an diesem Wochenende kommentieren. Jeder bitte nur einen Kommentar pro Video und schon seid in der Verlosung dabei. Jetzt viel Spaß mit der Analyse. Es war das kürzeste Rennen der Formel 1 Geschichte, der große Preis von Belgien. Satte zwei Runden haben wir erlebt hinterm Safety Car. Die Fans saßen so um die 4 Stunden auf der Tribüne, haben gewartet im Regen und dann fährt die Formel 1 da zwei lächerliche Runden hinterm Safety Car und packt die Koffer. Ja, Ralf, wie hast du das kürzeste Formel 1 Rennen der Geschichte erlebt? Ja, das ist so eine Mischung aus Lachen und Weinen, ehrlich gesagt. Ich meine, ich war schon oft genug in Spa, um zu wissen, dass das Wetter da sich wirklich ändern kann. Und zwar halbstündig, aber unter den Bedingungen war kein reguläres Rennen möglich, eindeutig. Aber dass die Formel 1 diese ganze Situation ziemlich dämlich am Ende gelöst hat, das ist auch klar. Ich meine, sie haben ja diese Regel, dass sie diesen 3-Stunden-Slot fürs Rennen haben, dann setzen sie das aus, fahren dann 2 Runden und dann setzen die Fans am Ende noch länger auf der Tribüne, um genau zu sagen, ungefähr 1 Stunde. Noch länger und fahren dann trotzdem nicht. Klar, sie sind diese 2 Runden gefahren. Die Fans waren voller Hoffnung. Eine Frage, die sich natürlich stellt, du hast ja gesagt, das Wetter kann sich sehr, sehr schnell ändern da in den Bergen bei Spa. Hätte man nicht einfach versuchen können, in dieser Stunde, die auch angesetzt war, weiterfahren zu können, um die Strecke ein bisschen trocken zu fahren? Die Reifen verdrängen ja extrem viel Wasser. Also, am Wetter kann man jetzt nichts ändern, aber dass die gerade diese 2 Runden gefahren sind, damit sie ein Ergebnis kriegen, das ist das, was ich mit dämlich meine und entlarven. Also dummer geht's nicht mehr. Und wenn ich dann so Kommentare höre von Herrn Stefano Domenicali, nee, es hatte keine finanziellen Gründe oder kommerziellen Gründe, da kann ich nur lachen. In dem Moment, wo die ein Ergebnis liefern, kann die Rennstrecke von Spa juristisch nichts mehr machen. Fangen wir mal so an. Also mussten sie das deshalb schon machen. Warum die aber nicht 5 Runden, 10 Runden, 15 Runden hinterm Safety Car gefahren sind, um wirklich zu gucken, ob es irgendwann geht, das ist das Blöde daran. Weil so haben sie sich alle entlarvt und es ist nur noch lächerlich. Definitiv. Und sie haben mal diese Stunde angesetzt und im Sinne der Fans, der 75.000, die an der Strecke waren, hätten sie auch mal einfach weiterfahren können. Für die Fans ist es natürlich besser, Rennaction hinterm Safety Car zu sehen, fahrende Autos zu sehen, als dass sie wieder in einer Box stehen. Ja, wir wissen es aber nicht, wie es dann gewesen wäre, und am Ende sind eigentlich nur die Gewinner, ja, die Oberbosse, die ihre Moneten kriegen, und natürlich unter anderem George Russell, der 9 Punkte einsackt und sein erstes Podest feiern darf, aber das hat er sich natürlich ganz anders vorgestellt. Das ist mir völlig egal, George Russell ist einer von denen, die es absolut verdient haben. Also, ja, hat doch 9 Punkte geholt. Die Punkte genauso, wie sie Max Verstappen gönnen. Und wenn jetzt Mercedes der Meinung ist, Toto Wolff, das war ein eher reguläres Rennen und man dürfte die Punkte nicht vergeben, dann will ich ihn mal sehen, wenn Hamilton gewonnen hätte, wie dann die Meinung gewesen wäre. Also, das nehme ich nicht ernst. Ich glaube, Toto Wolff sollte sich auch fast eher freuen, denn Verstappen war schon der klare Favorit auf den Rennsieg und statt 25 hat er jetzt nur 12,5 Punkte gesammelt. Ja, einige Teams finden es natürlich, das ist schon gesagt mit Toto Wolff, unvorteilhaft, dass es Punkte gegeben hat. Ja klar, genau die Teams, Entschuldigung, die Nachteile hatten. Die genau. Teams, die jetzt einen Vorteil haben, die finden es gut. Das ist Formel 1 Folklore, nehme ich echt nicht ernst. Ja, Alfa Romeo und Haas finden es ja auch nicht so lustig. Aber grundsätzlich finde ich gut, dass es ein Ergebnis jetzt gab. Und es gab ein Qualifying, die kennen die Regeln. Alle kannten die Regeln, die es gibt, ob die jetzt glücklich ausgeführt worden sind oder nicht. Jeder weiß, dass theoretisch sowas möglich ist und dann das Qualifying natürlich sozusagen den Rennausgang bilden kann. Das wusste man vorher. Haas und Alfa Romeo denken das bestimmt ein bisschen anders. Denn Williams, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ist mit 2 Autos mal wieder in den Punkten gewesen. Klar, also Russell auf Platz 2, aber auch Latifi hat auf dem 9. einen Punkt mitgenommen. Das ist jetzt natürlich ein herber Rückschlag für die anderen kleinen Teams, ne? Ja, aber jetzt wiederhole ich mich. Natürlich sehen die das anders. Aber bei Haas bin ich mir gar nicht so sicher. Also das Auto ist so weit hinterher, dass da schon alle ausfallen müssten, dass die mal in die Punkte kommen. Aber bei Alpha, mein Gott, nochmal. Die hatten einen Nachteil und dann wird argumentiert, es war alles illegal und eine Farce. Hätten die Punkte gekriegt und Williams nicht, dann hätte ich die anders reden hören. Deshalb
das interessiert mich einen Scheiß, was die da jetzt argumentieren, weil das ist Formel 1, Folklorenpolitik. Und die sollen sich einfach gehackt legen, wenn es darum geht, objektiv zu sein. Das sind die nicht. Wie hättest du eigentlich das Ganze am Sonntag geregelt als Rennleiter? Was hättest du da für eine Lösung gefunden? Ha, also Michael Masi ist jetzt wirklich nicht zu beneiden. Wie gesagt, danach ist man immer schlauer und wenn man keine Verantwortung hat, sitzt die Zunge sowieso lockerer. Aber grundsätzlich hätte ich halt mehr als diese zwei Runden fahren lassen, um diesen Sturm der Argumente, die dann berechtigt sind, zu entgehen. Ja, es wäre nur ums Geld gegangen und Verträge. Also ich hätte, wie gesagt, dass sie gewartet haben, ist klar, denn es war kein Rennen möglich. Egal, was Leute sagen im Internet, das ist alles Bullshit. Man muss sich das so vorstellen. Du fährst auf der Autobahn mit deinem Auto. Es regnet, es gibt ein bisschen Aquaplaning, manchmal auch mehr. Es gibt ein bisschen Nebel. Und es gibt eine Riesengischt, die von dem Autofahrer vorher kommt. Und wir reden hier nicht von 80 km/h, sondern von über 200. Und dann will ich sehen, wer dann noch Auto fährt. So muss man das verstehen. Und dann auch nicht geradeaus wie in der Autobahn, sondern gibt es Stellen wie Eau Rouge, wo du, wenn du abfliegst, wirklich, das ist lebensgefährlich, wenn du aufgrund der Auslaufzone, die nicht da ist, mit der Wucht und der Energie des Aufpralls wieder zurückgeschleudert wirst. Und dann kommt die ganze Meute und fährt dir ins Auto. Ich muss nicht sagen, dass ein Hubert das Leben verloren hat, obwohl es nicht nass war. So, also das war unverantwortlich, unter diesen Bedingungen das Rennen freizugeben. Aber nochmal, es zu probieren, mehr als zwei Runden zu fahren hinterm Safety Car und wirklich vielleicht zu hoffen, dass es jetzt in den Ardennen ein kleines Fenster gibt, wo man fahren kann. Das hätte ich schon versucht. Aber jetzt habe ich mich wiederholt, und darum geht's. Ja, definitiv. Ja, es konnte jetzt auch keinen Ersatztermin gefunden werden, weil jetzt auch direkt zwei weitere Rennen stattfinden an den nächsten 2 Wochenenden. Naja, da gibt es auch geteilte Meinungen. Einige sagen, es geht nicht. Helmut Marko sagt, boah, da hätten wir schon eine Lösung gefunden. Ich meine, Zandvoort ist jetzt fast um die Ecke, wenn man sonst die Entfernungen berücksichtigt, die es in der Formel 1 gibt. Also da hätte man schon flexibel sein können, was die Logistik betrifft. Ob das von Spa aus möglich gewesen wäre, das weiß ich halt nicht. Das wäre dann aber für die 75.000 Fans unter anderem blöd gewesen, Ja, denn sag die ja. müssen am Montag Ich arbeiten. sag nur, ich glaube, die Ja. Formel 1 von ihrer Logistik, Die können das schaffen, ja, die hätten wahrscheinlich, ja. hingekriegt, da bin ich mir sicher. Das hat Marc auch ganz klar gesagt und diesem Argument kann ich auch ganz locker folgen. Denn wie gesagt, Zandvoort und Spa sind jetzt nicht eine Weltreise. Ja, ich habe es auch eben schon mit den Fans erwähnt. Würdest du denen das Geld zurückgeben? Also ich meine, im Endeffekt hätte dann eigentlich die Streckenbetreiber die A-Karte gezogen. Denn es ist ja klar, dass die Streckenbetreiber die Eintrittsgelder behalten dürfen, um halt das Rennen zu refinanzieren. Die müssen ja diese Eintrittsprämie an die Formel 1 zahlen. Und zwar geht es ja sowieso jetzt wirtschaftlich nicht gut. Es war ja auch schon mal eine Naja, es gibt. Gefahr, dass es jetzt aus dem Rennkalender gestrichen wird. Deswegen hofft man jetzt eigentlich, dass sie das Geld wiederkriegen, oder wie sieht man das? Ich sehe das ganz pragmatisch. Ohne jetzt viel Politik der Formel-1-Macher im Kopf zu haben. Ja, Hamilton hat das Richtige gesagt. Ich glaube ihm auch, dass er das genauso gemeint hat. Ihm tun die Fans leid, man sollte ihnen irgendwas Geld zurückgeben. Jetzt gibt es da ein paar Möglichkeiten für. Also, die Rennstrecke selbst, die sollte man nicht belasten. Das hast du ja eben gesagt. Aber wenn Hamilton das schon sagt, ich meine, die Fahrer verdienen alle Millionen, die könnten zusammenlegen von sich aus den Fans das Geld zurückgeben. Oder man könnte sie, aber noch mehr Liberty. Ich meine, die schlafen jetzt nicht unter der Brücke, die Jungs aus Amerika. Die könnten ja auch das Zeichen setzen und sagen zum Beispiel, ja, wir geben euch das Geld zurück. Oder sie könnten sagen, wir fahren nächstes Jahr hier. Alle, die jetzt ein Ticket haben, kriegen umsonst das Ticket für nächstes Jahr. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Da lasse ich auch nicht mit mir reden. Und jetzt komme ich wieder. Die hätten das Geld für und es würde sie nicht schwer belasten, da einfach ein positives Zeichen zu setzen. Und dann wäre Ruhe im Karton. Das fände ich auch am besten, dass der Liberty Media eine Lösung findet. Gut, ob ganz umsonst. Ich meine, es wäre schon entgegenkommen, wenn man sagt, die kriegen das Ticket im nächsten Jahr zum halben Preis Das oder wäre das sowas. Gleiche. Nein, nicht zum halben Preis. 1:1, verdammt nochmal, von was reden wir hier? Die Aber man sollen es muss nicht ja so auch an. sagen, es Nein, war die ja auch sollen es nicht höhere so Gewalt. anstellen. Die Welt ist manchmal nicht so kompliziert. Sie sollen es einfach machen.
Ja, ich meine, die Kohle haben sie ja. Aber man muss auch sagen, es war höhere Gewalt. Und es steht ja, glaube ich, auch, ich weiß nicht, bei den Ticket-AGBs irgendwie mit drin. Aber das ist halt auch bei der Formel 1 dann halt Ja einfach ein klar, besonderes, wenn es lauter Kategorien rechtlich gibt. gesehen müssten sie es nicht, aber hier, es geht hier nicht um Gesetze. Es geht darum, ein positives Zeichen zu setzen. Sie tun doch immer so, wir fragen die Fans, wir sind für die Fans da. Wenn es darauf ankommt, sind sie es aber nicht und genau darum geht's. Ja, ich hoffe es auch. Also, ich glaube, es wird leider nicht so kommen, aber wie gesagt, ich bin da ganz deiner Meinung. Aber ich bin da nicht so optimistisch, dass es so abgelaufen wird. Aber schauen wir mal. Okay, dann schreibt jetzt gerne mal eure Meinung zu dem Spa-Rennen in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Geht ja schon nächste Woche weiter mit dem Rennen in Zandvoort. Genau. Und dann wünschen wir euch jetzt eine schöne Woche. Danke, lieber Ralf, für deine Zeit. Und lasst Gerne. auf jeden Fall ein Abo da. Bis dahin. Ciao. Tschüss.